Wichtig ist, dass die Kommission zu einem gesellschaftlichen Konsens beiträgt. Das ist ein ambitiöses Ziel. Ich habe mit den Umweltverbänden und den Arbeitnehmern vor einiger Zeit gesprochen und die haben dann gesagt, ja, aber danach muss Planungssicherheit gelten. Egal, was hier jetzt beschlossen wird, dies auch für eine längere Zeit gelten als 12 oder 15 Monate. Das ist das Erste, unser Appell an die Kommission, zu diesem Konsens dann auch zu stehen. Und das Zweite ist, was sollen die Ziele dieser Kommission sein? Die, die heute demonstrieren, sind nicht nur aus den Tagebauen. Da demonstriert auch Hydro Neuss, ein Aluminiumwerk, das, wenn die Energiepreise steigen, unmittelbar Deutschland verlassen muss. Damit ist dem Weltklima aber nicht gedient. Hier in der Nähe ist chemische Industrie, Bayer, Lanxess, Evonik, Stahlindustrie, wo wir im Landtag uns damit beschäftigen, wie können wir eine Zukunft für ThyssenKrupp entwickeln. Alle die hängen an bezahlbarem Strom und deshalb muss die erste Antwort sein, wenn wir schneller herausgehen aus der Braunkohle, welche Energie ist denn zu jeder Zeit verfügbar und bezahlbar? Die zweite Antwort, die gegeben werden muss, ist die Frage, wie werden die Klimaziele erreicht? Auch das wird die Kommission erörtern müssen. Und die dritte ist, wie kann man den Menschen in der Region helfen? Auch dazu werden wir noch einige Sätze sagen, was unsere Vorstellung ist, was aus dieser Region industriell in Zukunft werden soll. Dass es diese Kommission, die heute tagt, überhaupt gibt, dass wir die Ambition haben, schneller aus der Braunkohle auszusteigen als 2045, ist das Ergebnis der Energieverhandlungen der Großen Koalition in Berlin, deren Kommission ich bei der Energie geleitet habe. Und wir haben uns den Gedanken gemacht, eine solche Kommission zu erfinden, wie sie heute tagt. Insofern braucht uns da niemand drängen, den gesellschaftlichen Konsens herbeizuführen. Die Anlage der Kommission ist der Weg genau zu diesem Konsens. Und lassen Sie mich noch einen letzten Satz zur Versorgungssicherheit sagen. Da sagt ja jeder, na ja, das Licht wird hier schon nicht ausgehen. Das mag sein. Bei den Industrien, über die wir gesprochen haben, reichen aber wenige Sekunden, die zu Schäden führen können und die auch Arbeitsplätze vernichten können, weil mancher sich sagt, ist denn hier die Versorgung sicher?